Ich bin Susanne Förster, ich bin Diplom-Restauratorin aus Dresden und wir stehen vor dem Wandbild von Gerhard Richter im Hygienemuseum in Dresden. Das war seine Diplomarbeit 1956, als er in Dresden an der Hochschule für Bildende Künste Wandmalerei studierte. Wir legen ja dieses Wandbild frei, also in Teilen. Also zuerst haben wir diese große Fläche schon mal die ersten Farbschichten abgenommen und dann haben wir uns den Ausschnitt erstmal grob eingeteilt mit einem Gitternetz, damit wir systematisch eben vorgehen können. Und dann haben wir eben gemerkt, dass wir relativ kleinteilig nur arbeiten können, weil das Lösemittel natürlich auch nicht so lange einwirken darf. Wir lassen das maximal eine halbe Stunde einwirken, damit es eben auch nicht durchdringt, weil es halt auch ein aggressives Lösemittelgemisch ist. Hier sieht man jetzt die abgelösten oberen Schichten, die ja auch drüber waren. Die konnten wir abnehmen, indem wir so flächenparallel mit einem Spatel trocken das abnehmen konnten. Dann haben wir diese Schichten. Wenn wir die anlösen, legen wir zuerst so ein Vlies auf. Das streichen wir dann mit Lösemittel ein, decken das ab mit Folie. Nach der Einwirkzeit ist dann diese Schicht angequollen und lässt sich dann wie eine Haut abschälen, vorsichtig. Dazu können wir dann diese Spatel hier benutzen. Das sind solche Ton-Knetbearbeitungswerkzeuge, die auch so ein bisschen nachgeben und weich sind, dass wir eben keinen Schaden an der Oberfläche machen.